Hey ho, meine Lieben, der Hunger wird wieder größer. Was mache ich mir heute? Ganz einfach, Hähnchenschenkel im Opti-Grill. Jawohl, und zwar in der Backschale im Opti-Grill. Ich habe die Backschale jetzt die letzten Tage ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumexperimentiert. Ja, und kein Video dazu gemacht, aber für die Hähnchenschenkel drüben in der kleinen, aber feinen Küche habe ich mir gedacht, hole ich euch jetzt dazu. Auf geht's. Tja, da haben wir sie. Waren übrigens gefrorene, ich sag das gleich dazu. Halbwegs aufgetaut sind sie. Und kleinen Schluck Olivenöl. Braucht man gar nicht viel. Bloß eben ein klein bisschen. Moment, ich schalte bloß gerade mal schon den Opti-Grill ein. Manueller Modus, okay. So. Tja, und dann nehmen wir ein Hähnchengewürz eurer Wahl. Ich habe hier das Hokkätze Spezial oder wie das heißt, was mir der Bambi Blattfuß mal gegeben hat. Ihr könnt da jedes andere Hähnchengewürz nehmen, was ihr wollt. Oh, da kommt viel raus, aber viel hilft viel. Na? Ja. Und damit tun wir das Ding, die Hähnchenschenkel, schön einwürzen. Na, das war jetzt ein Fehler. Tja, bei sowas sollte man immer eine Hand sauber halten. Macht definitiv mehr Sinn. So. Das reicht jetzt schon. So. Weil, gerade auf die Seite, wir uns hier auch noch etwas von dem Gewürz reintun. Ein bisschen Olivenöl dazu. Und uns so eine kleine, ja, Marinade machen. Ein bisschen was, mit der man nachher noch das Hähnchen oder die Hähnchenschenkel während den Grill- und Backvorgang ja immer wieder noch ein bisschen einstreichen können. So, da wäre ich wieder und Pinsel habe ich mir auch schon bereitgelegt. Dann können wir auch schon rübergehen am Opti-Grill, tja, und die Hähnchenschenkel drauflegen oder reinlegen in die Grillschale. Also ich habe jetzt die Grillschale schon ein bisschen vorgeheizt. Da kann sie auch die Hähnchenschenkel komplett reinlegen, wenn sie kalt ist, aber oh ja. Jetzt legen wir das Schenkelchen einfach mal hier rein. Deckel zu. Ja, der Euschenkel steht oben sogar ein bisschen an. Macht nichts. Und so würde ich jetzt einmal sagen, circa eine halbe Stunde. Und dann geht es weiter, beziehungsweise zwischendrin mit dem Nachpinseln. Nach knappen 10 Minuten pinseln wir das erste Mal. Ja, jetzt fast noch ein bisschen mehr Öl sein können. Aber jetzt kommt da mal noch richtig das Gewürz mit drauf. Und ich bin ja gespannt, wie knusprig die Hähnchenschenkel, die Haut, bei mir hier wird. So.
weitergrillen, nicht ausschalten. Dazu mache ich mal ganz einfach ein paar Pommes im Backofen nachher. Die habe ich mir schon aus der Gefriere rausgeholt. Ja, und fertig wird dann mein Abendessen sein. So, etwas mehr als 20 Minuten. Die sehen ja schon mal richtig gut aus. Riechen tun sie auch sehr gut. Dann pinseln wir jetzt noch mal ein. Das reicht dann mit auf alle Fälle. Dann kann man hier unten den Saft noch ein bisschen drüber pinseln. Ja. Und ich werde in der Zwischenzeit schon mal meine Pommes im Backofen reintun. So, 35 Minuten später sehen sie so aus. Ja, richtig geil, Leute, richtig geil. Aber um die Kruste jetzt oder die Haut noch ein bisschen krustiger zu kriegen, gehe ich jetzt noch die letzten 5 Minuten auf Vollgas. Oder 10 Minuten, schauen wir mal. Und schauen wir, was draus wird. 40 Minuten. Ja, jetzt bloß noch 2 Minuten und dann sind meine Pommes auch soweit. Und dann hole ich das hier alles raus und in der Zwischenzeit schalte ich den Opti-Grill nämlich schon mal aus. Und dann sehen wir uns nämlich drüben an der Anrichte. An meine Pommes! Ja, anscheinend nicht gescheit verriegelt gewesen. Habe ich vorher nämlich gerade aufgefüllt. Ich liebe solche Überraschungen. Ha, ha, ha. Geil. Na. Aber jetzt soll es verriegelt sein. Ein bisschen rosa Kristallsalz. Warum rosa Kristallsalz? Ja, habe ich bekommen, habe ich eben aufgefüllt. Dann ordentlich Paprika drüber. Mehr braucht es doch gar nicht für gute Pommes. Außer vielleicht noch ein bisschen Ketchup und Mayo. Wenn denn was rauskommt. So. Schaut euch das an. Sehen die Dinger nicht hervorragend aus? Könnte wirklich knuspriger sein, aber ich finde es so auch in Ordnung. Und natürlich ab in Hals. Vom Gewürz her, ja, richtig geil, habe ich wieder gut ausgewählt. Lecker. Also wie gesagt, das Gewürz ist vom Bambi Plattfuß. Ob er das Rezept verrät, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube leider nicht. Nehmt ganz einfach ein Hähnchengewürz. Ja.
eurer Wahl und gut ist. Und ja, was soll ich sagen, nachdem die Optikrillschale jetzt ja, über 9 Monate im Schrank zugebracht hat, habe ich jetzt einmal angefangen, ein bisschen damit zu arbeiten. Und ich denke, auch damit werden in Zukunft noch ein paar schöne Videos kommen. Tja, in diesem Sinne wünsche ich mir einen guten Appetit. Den habe ich auch. Das letzte, was ich im Opti-Grill gemacht habe, gestern ein Leberkäse rausgebraten, Spiegeleier dazu gemacht und hinterher habe ich mir noch einen Blubspinat auch noch mit in die Schale reingeschmissen, da drin schnell fertig gemacht. Ja, und schwuppdiwupp habe ich mein Abendessen gehabt gestern. Ja, aber in diesem Sinne sage ich mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt essen, meine Hähnchenschenkel und meine Pommes und ja, wir sehen uns. Ciao, ciao.